Vom Heft Jünger ausbilden wie Jesus, das heißt Jünger ausbilden wie Jesus sie ausgebildet hat. Heute in der Lektion Nummer 11, die Jüngerschaft ist das solide Fundament der Gemeinde, der zweite Teil, da wo es steht, Schafe oder Jünger, eine Frage, Schafe oder Jünger. Und wenn ihr so guckt, seht ihr eine Tabelle mit, ne, erstes Jahr, zweites Jahr, drittes Jahr und so weiter, diese Tabelle, die habe ich ja mit Absicht gemacht, habe diese Berechnung gemacht, um ein paar Sachen euch vor Augen zu stellen. In Bezug zur Jüngerschaft, wie man Jüngerschaft macht, warum, um nachzudenken, warum Jesus in dieser bestimmten Art und Weise Jüngerschaft gemacht hat, wie er das gemacht hat, weil es geht ja Jünger machen wie Jesus. Und ja, ich bin ja überzeugt mittlerweile, ne, da ich schon 26 Jahre mit Jüngerschaft arbeite und Gemeindeleiter, Pastor und so weiter, bin überzeugt, dass ja die Methode Jesu die beste Methode ist, die es gibt, die effektivste Methode und sogar die Methode, die die meisten Ergebnisse bringt, wenn wir sie deutlich verstehen, wie die funktioniert, was Jesus gemacht hat. Wenn wir das ja übersetzen auf, ja, unsere Tage. Es gibt ja ein paar Sachen, die wir ja, ich sag mal so, anders müssen, machen müssen, damit es gleich ist. Ne? Klar, dass damals hier keine Hefte gab und ein paar Sachen nicht gab, die es heute gibt und so weiter. Deswegen, es gibt ein paar Sachen, die wir dann, ich sag mal so, ne, angleichen müssen, damit es, ich sag mal, auf das Gleiche hinausgeht. Und eine ist diese Frage, Schafe oder Jünger? Weil, ne, die Frage ist, könnte ja Jesus nicht, anstatt hier 12 Jünger zu machen, 100 Jünger machen? Ne? Er könnte anstatt 12 Jünger, könnte sagen, nee, wisst ihr was, wenn ich jetzt 3 Jahre lang 100 Jünger mache, ne, dann wird ja die Welt ja viel schneller evangelisiert. Weil die 12 Jünger, die hatten, ich sag mal so später, die Bibel erzählt uns das nicht, aber wenn sie so ähnlich gearbeitet haben wie Jesus, dann hatten sie dann später, ich sag mal so im Durchschnitt, ist ja kein Gesetz, sondern nur so, ne, dass wir so eine Ahnung bekommen, was die dann gemacht haben, dass sie im Durchschnitt, jeder der Jünger Jesu, dann auch selber 12 oder 11 oder 13, egal, aber Jünger gemacht hat, 3 Jahre und dann später wieder 12 Jünger, 3 Jahre lang und so. Nur, dass wir uns so fragen, ne, wie das Evangelium sich verbreitet hat. Das heißt, wenn ja jeder, Jesus hat 12 Jünger gemacht nach 3 Jahren und wenn jeder dieser 12 Jünger selber 12 Jünger gemacht hat und diese Jünger, der Jünger, jeder dann auch 12 Jünger nach wieder 3 Jahre und so, wenn wir das hochrechnen, ne, wenn wir das hochrechnen, dann kommen wir hier auf diese, auf die solche Zahlen, die ich hier geschrieben habe. Ne? Nach 19 Jahren 35 Millionen Menschen. Und wir können sagen, ja, guck mal, 35 Millionen Menschen, das sind ja ganz wenige. Ne? Die Welt besteht ja aus Milliarden Menschen. Wenn Jesus anstatt 12 Jünger zu haben, er könnte dann 1000 oder ich sage mal so 100 Jünger haben, 100 und dann 100, ne, hochgerechnet und so weiter, ne, dann wären in 19 Jahren vielleicht ja Milliarden Menschen erreicht. Und dann sage ich, nein, ne, so kann das nicht funktionieren. Warum? Weil, ne, ich hatte das schon öfter erwähnt, weil man ja die Jüngerschaft mit 100 Menschen dann nicht die gleiche Qualität hat als eine Jüngerschaft mit 12. Die gleiche Qualität, die gleiche Intensität. Und dann wird sie nicht das Ziel erreichen, weil sie nicht so intensiv ist, weil sie nicht so qualitativ ist, dann erreicht sie nicht das Ziel und dann wird das nicht klappen. Dann wird diese Kette, die wird brechen.
Das heißt, dann wird es keine zweite Generation geben. Wer denkt, ja, wenn Jesus 100 Jünger hätte und dann jeder von diesen 100 Jüngern wieder 100 Jünger hätte, ja, aber das würde nicht funktionieren, weil diese 100 Jünger, die wären nicht gut genug vorbereitet, um Jünger zu machen. Und dann wird alles kaputt gehen. Das würde nicht funktionieren. Deswegen musste Jesus wenige machen, sie gut vorbereiten, damit sie wirklich in der Lage wären, das weiterzumachen, selber 12 Jünger wieder zu machen. Das heißt, wenige, aber qualitativ hochwertig. Das ist der Punkt, dieser Unterschied zwischen Quantität und Qualität. Aber diese Überschrift, die handelt über etwas noch ganz anderes oder etwas anderes. Und das ist dieser Unterschied zwischen Schaf und Jünger. Schaf und Jünger, was meine ich damit? Ich habe hier zwei Spalten gemacht. Schaf, Jünger. Stellen wir uns mal vor, dass ihr ein Gemeindeleiter, ein Pastor, jede 2 Wochen einen neuen Mitglied zur Gemeinde einladen kann, dass er das schafft, dass er jede 2 Wochen, ne, oder ich sage so im Durchschnitt 26 Menschen in ein Jahr, egal ob jetzt in einem Monat ein oder zwei oder drei oder vier, aber ich sage mal im Durchschnitt, dass er arbeitet und Menschen evangelisiert und so und lädt die Menschen ein und dass in einem Jahr 26 neue Mitglieder in der Gemeinde sind. Okay, versteht ihr? Ein Pastor, 26 neue Mitglieder. Das wäre nicht ganz absurd. Vielleicht in Deutschland könnten wir uns sowas nicht vorstellen, 26, ne? Aber ja, in unserer Gemeinde hier in Haltern am See hatten wir in einem Jahr 14 neue Mitglieder in der Gemeinde. Letztes Jahr oder vorletztes Jahr. War gar nicht, ne? Gar nicht so weit entfernt, diese Idee. In Brasilien wären es nicht 26, sondern vielleicht 100 oder so. Aber ich sage mal so, nur, dass wir so ein bisschen Mathematik üben, damit wir das hier verstehen, warum Jesus genau das so gemacht hat und warum es wichtig ist, dass wir das auch so machen, wie er das gemacht hat, und nicht hier ausrutschen und sagen, aber weißt du was, das ist doch viel besser. 26 in einem Jahr. Guck mal, dann hast du 52 in 2 Jahre, dann hast du 78 in 3 Jahre. Das ist doch viel besser als 12. Ne? Ihr schaut auf der rechten Seite, 12, 12, 12. Immer 12. Jesus hat angefangen, 12 Jünger eingeladen und nicht am nächsten Jahr wieder 12 Jünger eingeladen und dann dritten Jahr wieder 12 Jünger, sondern er hat diese 12 behalten, die ganze Zeit, die 3 Jahre lang. Deswegen 12, 12, 12. Dann wird einer sagen, guck mal, ne, die Methode hier links, die ist doch besser. Dann hast du 78 in 3 Jahre. Oder hier 156 in 6 Jahre. Das ist ja immer noch mehr als die Methode Jesu. Ne, weil die Methode Jesu, wenn die Jünger Jesu das so gleich weitergemacht haben, dann hat jeder von ihnen im Durchschnitt 12 Jünger, dann war es ja 144 nach 6 Jahren. Dann könnte man sagen, ja, 144 noch weniger als 156. Ja, okay, das ist ja reine Mathematik, das funktioniert in der Praxis nicht. Aber was ich damit zeigen will, ist, dass die Methode Jesu besser ist. Warum? Weil sie wirklich funktioniert. Das heißt, wenn, ne, warum hat vielleicht die Methode nicht immer funktioniert? Warum ist nicht die ganze Welt schon erreicht für das Evangelium? Ja, genau deswegen, weil viele Menschen gesagt haben, weißt du was, das mit den 12 Jüngern und diese qualitativ hochwertige Jüngerschaft und so. Das dauert zu lange, das ist ja zu mühsam. Ne? Lass uns das alles hier abkürzen, lass uns hier diese andere Methode benutzen. Der Pastor der Gemeinde soll Menschen einladen zur Gemeinde und viele Schafe für die Gemeinde bekommen, dass die Gemeinde viele Schafe, viele Mitglieder hat.
Schafe und nicht Jünger. Was ist dann der Unterschied? Ja, ich sage mal so, viele Gemeindemitglieder sind nicht wirklich Jünger. Das heißt, die sind ja nicht durch diese Jüngerschaft, diesen Prozess, diesen Lernprozess, diese Schulungen und diese ganze Sache verbunden, Theorie und Praxis und so, wie wir das machen, sondern die gehen zur Gemeinde, setzen sich dahin, hören die Predigt und so, alles schön und gut. Das heißt, die sind Schafe. Ne? Die sind ja Zuschauer der Gemeinde. Das heißt, der Pastor, der predigt, der evangelisiert, der macht alles und die anderen, die sind Schafe, die gucken, ne, und lassen sich berieseln. Und diese Methode von Schafen, ne, nach 19 Jahren, da sind es ja 600, 546. Das heißt, wenn der Pastor wirklich jede zwei Wochen ein neues Mitglied zur Gemeinde schafft, dann hat er in 19 Jahren 546 Mitglieder zur Gemeinde gebracht. Aber mit der Methode Jesu nach 19 Jahren hat man 35 Millionen Menschen Bejüngerschaft. Warum passiert das denn nicht in der Praxis, diese 35 Millionen? Ja, weil viele das aufgeben. Viele denken, nee, das ist zu viel Arbeit, hier, ne, diese persönliche Jüngerschaft und sich hinsetzen und studieren jede Woche und den Leuten hinterher zu laufen und sie einladen und so weiter und so weiter. Ne, das ist ja alles zu mühsam. Lass uns hier eine große Gruppe machen und so weiter und alle Menschen setzen sich dahin und so und loben und preisen. Ne? Ja, und deswegen geschieht das hier nicht, diese Multiplikation. Deswegen, ne, bitte lasst euch nicht beeinflussen auf diese andere Methode. Wenige Jünger, aber qualitativ hochwertig, sie beibringen, wie man Christ ist, ein starker Christ, ein Christ, der mit ganzem Herzen Christ ist, der betet, der viel betet, der die Bibel liest, der, ne, und ein intensives christliches Leben führt und das weitergeben. Und das ist ja schwer weiterzugeben an 100 oder 1000 Menschen gleichzeitig. Deswegen, deswegen habe ich diese Berechnung gemacht. Letzte Woche hatte ich gesagt, bitte, ne, verknallt euch in der Idee der Jüngerschaft. Und hier ist ja der Beweis, dass diese Idee, trotz dass sie, ich sage mal so, ne, manchmal denkt man, ja, hier Jüngerschaft machen mit ein paar wenige Leute, was wird das bringen? Guck mal, was es gemacht hat. Jesus hatte auch 12. Er hatte nicht 100, er hatte nicht 1000, er hatte 12. Und diese 12 haben die Welt erreicht. Warum? Weil Jesus intensiv mit ihnen das gemacht hat. Intensiv sich konzentriert hat. Und die haben das gelernt. Ah, Jesus hat das so gemacht. Er hat ganz intensiv mit uns gemacht. Mit uns wenige, aber intensiv. Und das haben die weitergemacht. Mit, ich sage mal so, mit den Jüngern, was die hatten. Jeder Jünger hatte später Gemeinde geleitet und so weiter. Aber wie Jesus, er hatte auch verschiedene Kreise. Er hatte der Kreis der drei. Da gab es die drei Jünger, die besonders waren, wo er mehr Gemeinschaft hatte. Dann gab es die 12 und dann gab es die 70 und dann gab es die Menge. Das heißt, es waren verschiedene Kreise. Jesus hat sie alle bedient, hat denen alle gepredigt, das Evangelium verkündet und so weiter. Aber den 12 hat er viel mehr Aufmerksamkeit geschenkt. Intensiv. Und so auch später, die Jünger haben auch gemacht. Die haben gepredigt für 3000 Leute, die sich bekehrt haben. Petrus hat gepredigt. Aber von diesen 3000, die sich bekehrt haben, hat er, ich sage mal so, wahrscheinlich, es steht nicht in der Bibel, aber wahrscheinlich hat er dann 12 ausgesucht, die er dann 3 Jahre lang intensiv belehrt hat. Vielleicht waren es 11 oder 13 oder so. Aber nur die Idee, ich möchte, dass ihr das versteht, die Idee dahinter. Das mit der Intensität, mit der, ne, ganz persönlich, ganz um wirklich bewerkstelligen, dass die Jünger das dann wirklich lernen, wirklich
verstehen, was es heißt, ein Christ, ein Nachfolger zu sein, was es bedeutet, ein Gebetsleben zu haben, was es bedeutet, eine enge Gemeinschaft mit Gott zu haben und was die Bibel bedeutet, die verschiedenen Texten der Bibel und so, was die alle bedeuten und so weiter. Das alles, was ja in diesen 3 Jahren wir lernen mit der Jüngerschaft. Auf der nächsten Seite, nächste Überschrift, beschleunigte Jüngerschaftsmethoden. Hier habe ich ja wieder so ein bisschen Mathe benutzt, wo ich sage, ja, wenn Jesus gesagt hätte, guck mal, 3 Jahre lang 12 Jünger, das dauert zu lange, ich werde ja in 3 Jahre gekreuzigt werden, und wenn ich hier, ne, nur 12 Jüngerschaft, ne, und wenn das ja nicht funktioniert, dann ist alles kaputt. Am besten, weißt du was, ne, Jesus könnte sagen, ich mache Jüngerschaft nur 6 Monate und dann mache ich wieder Jüngerschaft mit anderen 12 nächste 6 Monate und sage den ersten 12, geht hin und macht das Gleiche, macht zu Jüngern nach 6 Monate und so. Das heißt, in den 3 Jahren, wo Jesus gelebt hat, könnte er, ne, ich sage mit diesem System, 3 Millionen Jüngern machen. Könnte er. Ne, mathematisch bewiesen, wer sich, ne, mit Mathe auskennt, 12 hoch 6, ne, warum 12? Weil es 12 hoch 6, ja, 12 Jünger, jedes Mal, jedes, ne, und hoch 6, warum? Weil es ja 6 Perioden von halbes Jahr, 3 Jahre sind 6 Perioden von halbes Jahr, deswegen 12 hoch 6 gleich, ne, Taschenrechner hier, 2.985.984. Das heißt, knapp 3 Millionen könnte Jesus gemacht haben. Aber das würde nicht funktionieren. Warum hat er das nicht gemacht? Wenn es ja viel mehr Ergebnisse, ne, bringen würde. Ja, warum hat er das nicht gemacht? Weil das nicht funktioniert. Weil man das nicht beschleunigen kann. Man kann nicht in 6 Monate jemandem was beibringen, wofür man 3 Jahre braucht. So hier in Ausbildungen. Eine Ausbildung braucht 3 Jahre im Durchschnitt. Oder eine Hochschule, vielleicht 3 oder 4, 5 Jahre. Man kann nicht sagen, weißt du was, du brauchst 5 Jahre für eine Hochschule, weißt du was, wir konzentrieren das alles, wir, ne, verkürzen das alles und konzentrieren uns auf das Wesentliche und machen hier eine Hochschule, die normalerweise 5 Jahre dauert, in 6 Monate. Ne? Alles hier, wie kann man sagen, beschleunigt auf Höchstniveau. Ne? Versteht ihr? Nicht in die. Versteht ihr? Warum hat Jesus das nicht gemacht? Wie gesagt, wisst ihr was? Ich mache hier anstatt 2 Abende in der Woche eine Schulung mit meinen 12 Jüngern zu machen, mache ich jeden Abend, und anstatt 1 Stunde zu machen, mache ich 2 Stunden, und dann in 6 Monate mache ich das alles kompakt, was ich in 3 Jahren machen würde, und dann haben wir in 3 Jahren 3 Millionen Jünger, ne? Mathematisch bewiesen. Warum hat das Jesus nicht gemacht? Weil es nicht funktioniert, und deswegen sollen wir das auch nicht machen. Weil das nicht funktioniert. Es funktioniert ja nur in den Köpfen der Menschen, die denken, ja, wir können das alles kompakt machen und so, ne? Nein, in der Praxis funktioniert das nicht. Wir brauchen einfach die Zeit, wie hier eine Pflanze oder so. Du kannst eine Pflanze düngen, wie du willst, ne? Okay, vielleicht bringt die Frucht ein bisschen früher, aber das ist ja nicht gut. Das ist ja nicht wirklich, ne, Bio, das ist ja nicht wirklich, ne, versteht ihr, Bio. Hier einen Baum düngen mit tonnenweise Dünger, das heißt, ne, viel, viel, und sagen, ja, damit es ja schnell Frucht bringt. Ja, welche Frucht wird denn so ein Baum bringen? Ne? Wie wird so ein Obst schmecken? Versteht ihr? Ne? Und so ähnlich mit der Jüngerschaft. Deswegen, wenn Jesus das so gemacht hat mit den 3 Jahren, dann sollen wir das auch so machen. Das heißt, qualitativ hochwertig, damit unsere Jünger wirklich diesen Punkt erreichen. Jüngern machen zu können, in der Lage zu sein, andere Jünger zu machen. Und das in 6 Monaten wird das nicht funktionieren. Ich habe hier ein paar Beispiele genannt,
Die Zeit und das Fundament. Wie? Ja, Jesus hat doch gesagt, wer keine Frucht bringt, ne, die Rebe, die keine Frucht bringt, wird abgeschnitten. Das heißt, Jesus erwartet Frucht und er benutzt hier, ne, Weinrebe. Und die Weinrebe, ich habe hier geforscht im Internet und da steht es irgendwo, dass eine Weinrebe mindestens 3 Jahre braucht, damit es anfängt, Frucht zu tragen. Es gibt ja, ne, Weinreben, die ja viel länger brauchen. Wilde Weinreben. Man kann hier Trauben hier neben dem Straßenrand werfen und die werden dann, ne, keimen und so. Diese Samen werden keimen und die werden wachsen und so ganz wild. Und vielleicht irgendwann tragen sie auch Frucht. Sehr wenig, ne? Sehr wenig, weil sie nicht gepflegt wurden. Aber die werden auch Frucht tragen. Und so sind ja viele Christen. Die sind ja wie Reben, die nicht gepflegt sind. Die keine Jüngerschaft bekommen haben und dann nicht gepflegt sind. Und dann, okay, die bringen ja auch Frucht. Aber das ist ja nicht gut. Das ist nicht optimal. Deswegen brauchen wir Jüngerschaft. Ne? Wenn wir so gucken, wie viele Menschen, wie viele Christen durch die Welt laufen und nicht wissen, was sie tun, versuchen, ich versuche mal das, ich probiere mal das und so weiter. Weil sie ja wie Reben sind, die ja wild wachsen. Die verschiedenen Faktoren, die biblischen Faktoren einer erfolgreichen und soliden Jüngerschaft sind folgende: Bekehrung, geistliche Salbung und Gegenwart des Heiligen Geistes. Ja, das ist ja die Grundlage, muss ich immer betonen. Entschuldigen, wenn ich sowas, ne, Logisches betone. Aber das mit der geistlichen Salbung und Gegenwart des Heiligen Geistes ist nicht selbstverständlich. Ich treffe immer wieder Menschen, die nichts anfangen können. Christen, die nichts anfangen können mit solchen Worten wie geistliche Salbe und Gegenwart, geistliche Salbung. Ne? Es gibt ja keine geistliche Salbe. Geistliche Salbung, ne? Weil der Heilige Geist uns salbt. Ne? Er ist das Öl, ne? Im übertragenen Sinn. Ne? Und viele verstehen das nicht. Und wenn wir das nicht verstanden haben, dann müssen wir zurück zum Heft Nummer 3 und das ja wieder studieren und nicht nur im Kopf haben, sondern das auch suchen. Im Gebet, ne? Fasten und so. Damit wir diese Salbung, diese Gegenwart des Heiligen Geistes bekommen. Deswegen, wenn jemand sich bekehrt hat und die Salbung oder die Geistestaufe nicht bekommen hat, dann muss der Jüngerausbilder daran arbeiten, dass sein Jünger das versteht aus der Bibel heraus und das sucht. Weil das ist ja das Wichtigste, was es gibt. Lukas 11, 13. Ne? Wenn ihr, die ihr böse seid, Gutes euren Kindern gibt, ja, viel mehr der Euer Vater im Himmel wird euch den Heiligen Geist geben. Und was lernen wir davon? Ja, dass der Heilige Geist das Beste ist, was Gott zu schenken hat. Und wenn wir sagen, mir reicht die Errettung, das ist meiner Ansicht nach das Beste, was jemand braucht, ja, dann ist es ja falsch. Die Errettung ist sehr, sehr gut, total gut, aber Gott sagt, viel mehr wird euer Vater den Heiligen Geist geben. Da steht nicht die Errettung geben, sondern den Heiligen Geist. Der Heilige Geist ist das Zipfelchen, ist die Kirsche auf dem Kuchen sozusagen. Das, was wir, okay, nachdem wir gerettet wurden, suchen sollen. Die Salbung und so. Die Zeit und das Fundament. Ja, ich möchte euch einfach die Idee vertreiben, die auf der nächsten Seite steht. Nicht die Zeit macht solide. Ich habe auch schon Leute getroffen, die gesagt haben, ich habe mich vor 3 Jahren bekehrt, deswegen bin ich jetzt ein Apostel. Oder okay, in anderen Wörtern, ich habe mich vor 3 Jahren bekehrt, deswegen habe ich meine Jüngerschaft hinter mir. Und dann, wenn ich sowas höre, in diesem Fall, was ich mir vor Augen habe, dann muss ich, ich sage mal so,
dann werde ich sehr, sehr traurig, weil ja dieser Mensch ja nicht wirklich die Jüngerschaft gemacht hat. Die hat gedacht, der Rolf hat gesagt, 3 Jahre, okay, ich habe, ne, mich bekehrt vor 3 Jahren, deswegen habe ich die Jüngerschaft hinter mir. Nein, diese 3 Jahre, die zählen ja nur, wenn man dann wirklich das hier gemacht hat, was hier auf der Seite 71 steht, ne? Die Theorie, die Lehre, damit wir die Praxis haben können. Theorie verbunden mit der Praxis oder Praxis, die auf eine Theorie ruht. Schulungen, diese Schulungen, wie Jesus, ne? Ich habe das schon bewiesen, dass Jesus viele, viele Schulungen gemacht hat mit seinen Jüngern und nicht nur hier, wie kann man sagen, gegrillt um ein Lagerfeuer herum jeden Abend, ne? Wie man so als Teenager so dachte. Ich dachte, ach toll, Lagerfeuer, das ist ja dann ganz toll, so Lieder singen, ne, am Abend, ne? Sicher hat Jesus das gemacht mit seinen Jüngern, ne? Als er in der Wüste übernachtet hat und so. Ne? Wow, das war so toll. Ne? Aber ich sage nein, okay, die haben das sowas gemacht. Okay, sicher haben sie das sowas gemacht. Das war sehr toll. Aber die haben ja auch hier Schulungen, wo Jesus gesagt hat, hier, liebe Jünger, ne? Jetzt hinsetzen und hören, was ich euch beibringen werde. Was die Bibel bedeutet, was Glaube bedeutet und wer ist Gott und so und wie man betet und so weiter. Das steht ja alles in den Evangelien. Nur man, ne, überspringt das. Wenn man das liest, dann gehen die Augen so ein bisschen schnell darüber und man merkt das nicht. Und nur wenn wir das dann auch so haben, dann können wir nach 3 Jahre oder nach 3,5 Jahre sagen, jetzt habe ich die Jüngerschaft hinter mir. Jetzt bin ich ein Ausgesandter, ne? Ein Apostel bedeutet Ausgesandter. Jetzt kann ich schon von Gott ausgesendet werden in die Welt, das heißt, zu evangelisieren, zu predigen und so und ein Mitarbeiter des Reich Gottes sein, ein Diakon oder ein Ältester oder irgendetwas machen im geistlichen Bereich. Nicht die Zeit macht solide, ne? Bitte. Bitte, ne? Ihr müsst das verstehen. Die Zeit allein zählt nicht. Deswegen habe ich auch dieses Beispiel mit dem wilden, mit der wilden Rebe. Ne? Die Zeit allein zählt nicht, nur wenn ihr alles gestimmt hat in diesen 3,5 Jahre, wenn alles andere gestimmt hat, dann können wir sagen, 3,5 Jahre ist die Zeit der Reife. Ein Baum kann Früchte tragen nach 3,5 Jahren, wenn es gepflegt wurde, wenn es gedüngt wurde und so weiter. Und so ähnlich die Jüngerschaft. Wir können sagen, nach 3,5 Jahren können wir in den Spiegel gucken und sagen, so Gott, jetzt habe ich meine geistliche Ausbildung gemacht. Jetzt bin ich ein Mitarbeiter des Reich Gottes. Deswegen heißt es ja auch, Jünger ausbilden. Ja? Eine geistliche Ausbildung, wo man sagt, so, jetzt kann ich für Gott arbeiten. Jetzt kann ich etwas für Gott tun. Warum? Weil ich auch alles weiß, weil ich auch alles praktiziere, was so ein Nachfolger Jesu wissen und praktizieren muss. Lass mich noch die 3 Fragen lesen, die wir gleich besprechen werden. Entstehen solide Gemeinden aus Zufall oder gibt es biblische Prinzipien, die uns zeigen, wie es geht? Frage Nummer 2. Welches ist der Zusammenhang zwischen Jüngerschaft und der Entstehung einer soliden Gemeinde? Und Frage Nummer 3. Warum reicht die Zeit nicht als Kriterium einer gelungenen Jüngerschaft? Amen. Halleluja. Gott segne euch.